Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einblick in den neuen Pixmon Server. Heute zeige ich euch mal ein paar Änderungen, was so alles passiert ist. Und fangen wir doch erstmal hier am Spawn an. Einerseits habe ich ja, wie ihr schon mitbekommen habt, habe ich ja schon die ganze Zeit schon ein bisschen rumgebastelt. Und heute bin ich mal so weit, dass ich euch mal wieder ein bisschen was zeigen kann. Und zwar habe ich heute mal so ein bisschen die Regeln gemacht. Hier war ja vorher, da konnte man sich Pokémon tauschen. Das habe ich jetzt weggemacht. Das habe ich jetzt hier in der Lounge gemacht. Da ist eine Lounge drin, das zeige ich euch gleich. Die Regeln geht jetzt nicht drauf ein. Das sind jetzt halt die Regeln. Wer die Regeln nicht beachtet, der kann nicht mehr mitspielen. Der wird einfach gebannt. Und hier haben wir noch einen kleinen Pikachu, der darauf hinweist, dass es hier Regeln gibt. Genau. Und außerdem haben wir jetzt hier ein Postbote. Da kann man sich jetzt gegenseitig Post schicken, Items verschicken. Und das macht doch das ganze Spielerlebnis ein bisschen einfacher. Und außerdem habe ich hier oben, habe ich jetzt so, ja, hier so ein paar Teppichen wieder hingelegt. Nichts Weltbewegendes. Und jetzt habe ich außerdem hier noch, noch ein paar NPCs sind, die sagen dir auch nochmal, was genau hier in der Tür sich befindet. Und dann sagen wir, hab verstanden. Und dann sagt sie nochmal einen kleinen Hinweis, dass du hier immer wieder zurück am Spawn kannst. Hier ist dann genauso. Und ja, so ein kleiner Hinweis für euch, was euch da erwartet. Hier ist auch nochmal ein Postfach. So, kommen wir jetzt mal zum Launch. Hier kann man jetzt die Pokémon tauschen. Das sind jetzt zwei Stück. Ich hoffe, das langt. Sollte das jetzt in Zukunft nicht so lang, dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo anders da welche hin tun. Vielleicht hier welche hin. Man weiß es nicht. Hier haben wir auch nochmal sozusagen auch mal so eine kleine Tauschbörse. Da könnt ihr euch Items hin und her tauschen. Und außerdem haben wir hier auch jetzt zu der Arena. Wenn wir jetzt mal hier hingehen, dann können wir jetzt auswählen, ob wir jetzt in den blauen Bereich gehen wollen oder in den roten Bereich. Ja, da könnt ihr auch natürlich auch wieder zurück, wenn ihr euch entscheidet, doch nicht gegeneinander anzutreten. Wir nehmen jetzt einfach mal den blauen Bereich und zack, da seid ihr sozusagen hingespawnt. Und so sieht jetzt die Arena aus. Da oben sind, ja, dass sie aufpassen, ne, dass sie auch regelkonform kämpfen. Und dann könnt ihr einerseits hier oben kämpfen. Der andere ist da hinten, der spawnt da hinten, genau da hinten, genau. Ja, oder hier, wenn jetzt niemand ist, ihr habt aber trotzdem Lust, einen Arena-Kampf zu machen, dann haben wir hier auch Bosse, die echt coole Items und Geld fallen lassen. Und ja, genau. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich will doch da oben kämpfen, dann müsst ihr einfach hier runtergehen und hier die Leiter hoch. Das war ein kleines Problem, das hoffe ich, dass wir so problemlos jetzt so überall hin können. Außerdem kann man nicht hier in die Arena raus. Auch wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hier hinfliegen würde, da könnt ihr nicht zu den Zuschauern. Das ist extra abgetrennt, dass da keiner Blödsinn macht, ne? Und ja. Das war's eigentlich schon. Wir gehen gerade nochmal zurück. Achso, so geht es nicht. Wir müssen nochmal kurz zum Spawn. Das haben wir noch nicht eingestellt. Das müssen wir auch noch machen. Es geht ja erstmal darum, dass wir hier alles einstellen mit den ganzen Commands und sowas. So, das war jetzt der Multiplayer-Bereich mit der Arena. Und ja, als Zuschauer könnt ihr natürlich auch zuschauen. Dann spawnt ihr hier. Ihr könnt natürlich auch mit dem Flugmeister hier hin, in allen möglichen Bereichen. Wenn ihr natürlich einen Flugmeister seht oder hingeht, dann könnt ihr da immer wieder hinfliegen. Und so sieht die Arena jetzt aus. Von außen. Das hab ich ja euch mal so ein bisschen mal angetweasert. Hier gibt es auch nochmal ein Postfach, falls ihr nochmal Post abholen möchtet. Und jetzt gehen wir einfach mal hier rein. Ihr könnt euch auch nochmal hier hinsetzen natürlich. Das soll so ein kleiner Treffpunkt sein vor der Arena. Und jetzt können wir hier rein. Hier stellen sich irgendwelche an. Na, guten Tag.
Und hier könnt ihr nochmal sehen, hier geht es in den roten Bereich und hier geht es in den blauen Bereich. Wir gehen jetzt einfach mal hier in den blauen Bereich und können jetzt uns sozusagen irgendwo hinbewegen. Wir können uns jetzt da stehen und zugucken, aber das sieht man nicht, die Arena. Oder wir gehen jetzt hier ganz oben hin, dann könnt ihr von oben zuschauen. Oder ihr könnt auch natürlich jetzt sagen, wir gehen ganz oben hin und schauen von alles ganz oben an. Ja, oder ihr könnt natürlich auch da hinten lang, könnt überall lang, haben wir auf jeden Fall so gemacht. Ihr könnt auch in einen anderen Bereich gehen, ihr könnt da hochgehen, ihr könnt da hinten habe ich mal ein paar YouTuber, wo ich mal so kenne oder wie man mir so eingefallen sind. Die habe ich hier in der Tribüne, das sind alle, das ist auch Konkrafter und sowas und Unge und ach, hast du nicht gesehen. Da könnt ihr natürlich auch hin und die besuchen. Und hier geht es auch nochmal zum roten Bereich. Natürlich soll man da auch dasselbe wie im blauen Bereich. Man kann hier auch überall hin und zuschauen. Und ja, die Tribüne da hinten habe ich extra mal so eine Special-Tribüne gemacht, wo zuschauen. Da können wir jetzt auch nochmal hin. Dann gibt es auch nochmal einen roten und blauen Bereich. Und hier sind jetzt mal altbekannte, die wir so auf YouTube kennen. Hier ist auch nochmal der OnlyBit. Hier bin ich. Hier ist auch der Kevin. Irgendwo ist auch Drago. Wo ist der denn? Wo habe ich denn den? Wo habe ich den? Habe ich den hier irgendwo? Irgendwo ist er doch hier. Drago muss hier auch irgendwo sein. Den habe ich hier. Drago? Wo ist er denn hin? Den habe ich aber auch dahin geplatziert. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der genau ist. Ja, ist auch hier irgendwo. Ich finde ihn gerade nicht. Aber es sind alle möglichen, die ich so kennengelernt habe und so, sind jetzt auch mit dabei hier. Ja. Das ist halt nochmal so als, keine Ahnung, als Dankeschön oder als, naja, Erinnerung, ne? Kommen wir nun zu der nächsten Änderung und wir haben jetzt neuerdings Backpacks. Das zeige ich euch jetzt hier. Hier auf dem Rücken habe ich ein Backpack. Das kann man einerseits craften, einerseits kann man das auch hier als Questbelohnung bekommen oder man kann die auch tauschen. Genau. Und wie könnt ihr das benutzen? Einfach sneaken und auf den Boden klicken und da habt ihr den gespawnt. Dann nochmal auf Rechtsklick und hier haben wir unsere ganzen Sachen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der nächsten Sache. Dazu sage ich gleich was. Und wenn ihr das wieder, natürlich wieder euren Rücken packen wollt, dann sneakt ihr wieder und dann einmal linksklick. Oh, jetzt haben wir hier kaputt gemacht. Das wollen wir eigentlich nicht. So, das war's eigentlich so mit dem Backpack. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den nächsten. Und zwar können hier Pokémon haben ja so Fähigkeiten auch außerhalb. Zum Beispiel ist oben rechts zum Beispiel Stöbern. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch hier auf dem Gras oder so, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch G drücken. Dann hat Bisasam zum Beispiel eine Kartoffel gefunden. So kann man nämlich auch Essen farmen oder auch Pilze oder sonst irgendwas. Und genau, es gibt auch in dem Pixelmon natürlich auch diese VMs, zum Beispiel Zerschneider. Und das möchte ich ganz gerne den Bisasam hier erlernen. Das kann man bei der Arena-Leiter, kann man das VM erbeuten oder auch irgendwie anders im Laufe des Spiels. Und deswegen würde ich sagen, tun wir das einfach mal hier. Oh, hat schon bereits erlernt. Okay, dann zeige ich euch mal. Also einfach das VM auf den Bisasam drauf tun. Genau, ganz simpel. Dann könnt ihr oben, seht ihr rechts, jetzt stöbern. Jetzt tue ich einen weiterwählen und zwar haben wir den jetzt erlernt mit dem Zerschneider. Und damit können wir, es gibt auch hier Pfade, die man nicht durchstreiten kann, sondern man muss die hier, seht ihr, hier gibt es einen Baumstamm und wir können hier nicht irgendwie durch. Und deswegen
rufen wir unser Bisasam. Und der soll das uns sozusagen den Weg frei machen. Mit dem Zerschneider geht das. Einmal auf G drücken. Dann haben wir hier den Weg frei gemacht. Und da spawnt wieder 1, aber das ist ganz normal. Ja, dann haben wir auch nebenbei auch Holz gefarmt. Das ist eigentlich so eine kleine Nebensache. Und so können wir jetzt zum Beispiel den Weg hier, weil hier ist Relaxo, der lässt uns halt hier nicht durch. So können wir jetzt zum Beispiel in die Siegestraße gehen und oder auch wieder zurückgehen. Da müssen wir wieder hier hin. Müssen wir wieder hier lang gehen. Und dann müssen wir wieder hier Bisasam rufen. Und wieder Zerschneider. Und dann gehen wir wieder hier durch. Und da ist wieder neuen hin platziert, so dass niemand anderes da durch kann. Genau, das sind jetzt die Änderungen, was ich euch heute zeigen kann. Wenn es irgendwie vielleicht noch Neuigkeiten gibt für euch, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Und außerdem suche ich momentan noch welche, die mir hier ein bisschen helfen, die sich mit Pokémon auf jeden Fall auskennen, weil ich will jetzt die nächste Zeit jetzt so mit Quests beschäftigen, weil wir haben jetzt komplett alles hier, die ganze Map bearbeitet. Es sind noch ein paar Commands noch zu machen, verändern, die wir das in nächster Zeit auch machen müssen und ein paar Schilder umändern und sowas. Aber ich möchte mich jetzt mal so ein kleines Team widmen, die jetzt zum Beispiel jetzt auch um die Quest kümmern. Wie ihr da mitmachen könnt, ganz einfach, ihr braucht einfach TS und etwas Zeit am Wochenende. Das ist schon alles. Einfach mal auf den TS draufkommen und mich mal drauf ansprechen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir am Wochenende mal zusammen hier ein paar Quests schreiben könnt. Und ja, wenn ihr auch irgendwie Ideen habt mit Questmäßig oder was wir vielleicht noch hinzufügen wollen, dann könnt ihr das auch ganz gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, das war's. Mehr gibt's nicht zu sehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.